Ja, also vielen Dank für die freundliche Einführung oben im Studiolo-Raum und dann jetzt von meiner Seite auch nochmal offiziell ganz herzlich willkommen zu meinem Vortrag Francis Bacon im Spiegel der Fotografie. Anlass, das haben wir ja schon gehört, das ist die Neuerwerbung von Bacons Gemälde Turning Figure von 1963 für die Lambrecht-Schadeberg-Sammlung und dessen Präsentation mit zwei weiteren Werken des Künstlers, Study for Portrait von 1957, das ist das etwas größere Papstgemälde, und Small Study for Portrait von 1955, das kleinformatigere, zusammen mit deren fotografischen Referenzen im museumseigenen Studioloformat. Und im Folgenden möchte ich unter anderem eben mit Hilfe dieser Werke das Verhältnis des Malers zur Fotografie näher beleuchten. Selbiges habe ich eben über die letzten Jahre in mehreren Projekten in Dublin und London untersucht und in meiner Dissertation zusammengefasst. Diese habe ich dann 2019 an der Universität zu Köln eingereicht und im Mai diesen Jahres als Francis Bacon in the Mirror of Photography bei De Gruyter publiziert. Genau. Professor Spieß hatte das ja schon erwähnt. Er war da einer meiner Prüfer und ihm wollte ich jetzt auch hier nochmal herzlich danken, dass ich da mitkuratieren durfte ein bisschen und dass ich jetzt heute diesen Vortrag halten kann. Dann geht's jetzt mal los. Francis Bacons eindringliche und ganz eigene Darstellung des menschlichen Körpers brachten ihm internationale Popularität und kunsthistorische Anerkennung. Über seine Arbeitsprozesse und die Herkunft seiner Ikonografie war allerdings bisher relativ wenig bekannt. So, also wir waren beim Zufall. Bacon hat also hartnäckig behauptet, kommt alles per Zufall. So. Und das ist auch eine Vorstellung, die hält sich also noch ganz hartnäckig in der Bacon-Literatur. Über eben dieses Painting 1946 sagte Bacon zum Beispiel, Zitat, eines der Bilder, die ich 1946 malte, das aussieht wie ein Fleischerladen, kam mir durch Zufall. Im Original ist es Accident. Zitat Ende. Erst nach Bacons Tod 1992 wurde der Inhalt seines letzten Ateliers in der Savonarys Mews London für die Forschung zugänglich gemacht. Nach dessen Umzug an die Dublin City Gallery The Hulane 1998 begannen WissenschaftlerInnen, punktuell aus den Bildvorlagen unter den 4000 flachen Objekten, das nennt man in Deutschland, glaube ich, auch Flachware dann, also zerschlissenen Büchern, zerknitterten Magazinen, herausgerissenen Seiten, Zeitungsschnipseln, aber auch farbverschmierten Fotografie sowie deren teils desolaten Zustand wertvolle Hinweise auf Bacons Arbeitsmethoden zu ziehen. Die Bilder und Bildfragmente blieben jedoch lange Zeit nur unvollständig identifiziert und das Material wurde nie umfassend und systematisch mit Bacons Gemälden verknüpft. Und diese Forschungslücke, die habe ich mit meinem Promotionsprojekt geschlossen. Im Prinzip wissen wir bereits seit 1949, dass Bacon im Arbeitsprozess auf fotografisches Material zurückgriff. In diesem Jahr wies der Kunsthistoriker Robert Melville auf die frappierenden Ähnlichkeiten zwischen Bacons Head Six von 1949 und einer Szene aus Sergei Eisensteins Stummfilm Panzerkreuzer Potemkin von 1925 hin. In den folgenden Jahrzehnten entdeckten aufmerksame Kritiker sporadisch einzelne ikonografische Bezugspunkte, besonders zu den fotografischen Bewegungsstudien von Edward Muybridge, die schnell als wichtiger Einfluss auf Bacons Kunst erkannt wurden. Bacon selbst hat allerdings nie erlaubt, seine Arbeitsmaterialien in der Tiefe und im Detail zu studieren und er autorisierte nur dreimal die Publikation von Fotografien einzelner Objekte aus seinem Atelier. Vermutlich fürchtete er die Missbilligung des britischen Kunstestablishments der Nachkriegsjahre, das noch lange die Fotografie nicht im Bereich der bildenden Künste akzeptieren sollte, unter anderem wegen ihrer mechanischen Natur. Die Arbeit von und mit Fotografien war zudem von jeher mit einer gewissen Vorstellung von Bequemlichkeit, Faulheit und fehlender Kreativität verbunden. Ich gebe hier wieder, was zum Beispiel Charles Baudelaire oder auch John Ruskin gesagt hat. Trotz der wenigen Informationen, die der Öffentlichkeit zu diesem Thema zur Verfügung standen, bemängelte Norbert Linden an den Gemälden in Bacons Retrospektive an der Tate Gallery im Jahre 1962 in the Art Newspaper ihre, Zitat, extraordinary dependence on secondhand imagery, even secondhand imagination. Zitat Ende. Als Konsequenz gab es zu Bacons Lebzeiten wenig Forschung auf diesem Gebiet und seine Materialsammlung konnte erst posthum näher analysiert werden.
Seit 1998 wurden dann eben, wie gesagt, eine ganze Reihe von Bezügen zwischen Bacons Gemälden und seiner Ansammlung an Büchern, Fotografien und Zeitungen etabliert. Die große Menge an Bild-Bild-Bezügen, die meine neueste Forschung zutage brachte, war trotzdem eine Überraschung, besonders wenn man sie zusammen mit jenen betrachtet, die bereits von anderen WissenschaftlerInnen entdeckt wurden. Ausgehend von dem Material in Rees-Mews konnten so insgesamt 369 von 584 Gemälden, die im 2016 erschienenen Francis Bacon-Katalog Raisonné aufgelistet werden und einige zusätzliche zerstörte und heute verschollene Gemälde mit einer oder mehreren Quellen verbunden werden. Diese fanden sich über alle Jahrzehnte von Bacons Schaffen hinweg in allen Genres, allen Stilrichten und für alle Motivarten. Bildliche Übereinstimmung definiert sich hier vor allem als sich grob entsprechende Umrisslinien von Körpern und Räumen, also Gleichheit in den Dimensionen und Proportionen von Gliedmaßen und Perspektivlinien sowie einer ähnlichen Positionierung zueinander und auf der Bildebene. Die Tatsache, dass eine so große Menge und über den Verlauf in Bacons Karriere konsistente Anzahl an Gemälden von fotografischem Quellenmaterial bestimmt wurde, lässt jetzt die Schlussfolgerung zu, dass das vermutlich für Bacons gesamtes Werk gilt. Jetzt, wo also erstmal auch alle bisher bekannten Gemälde Quellen zusammengebracht wurden, kann man beginnen, bestimmte Muster und wiederkehrende Methoden zu Bacons Vorbereitungsarbeiten und seiner Entlehnungspraxis zu erkennen und zu interpretieren. Erst erzähle ich Ihnen aber noch ein bisschen von den Atelierdynamiken selber. Seit 1961 bis zu seinem Tod wohnte und arbeitete Bacon in der Seven Rees Mews im Londoner Stadtteil South Kensington. Davor hatte er bereits eine Reihe anderer Ateliers okkupiert, von 1943 bis 1951 etwa im Seven Cromwell Place und zwischen 1974 und 1987 malte er gelegentlich in einer Wohnung in der Rue de Bourrache in Paris. Die große Mehrheit der Werke ab 1961 entstand aber in Rees-Mews. Weil nun nach Bacons Tod nahezu das gesamte Arbeitsmaterial so erhalten werden konnte, wie der Künstler es hinterlassen hatte, ist es das heute eben bei weitem am besten erforscht. Und von dem anderen haben wir dann oft nur Fotografien, wo man sich dann auch was zusammensetzen kann, aber eben nicht das ganze Material. Die Bilder, die Bacon in Rees-Mews akkumulierte, die fungierten also als mehr als nur eine generische Inspiration. Das zeigt also meine Arbeit nochmal sehr deutlich, sondern waren ein Bilderspeicher, den Bacon zu dem alleinigen Zweck angelegt hatte und pflegte, eben Motive für seine Gemälde zu finden und sich damit zu versorgen. Die thematische Vielfalt, die sich dort findet, die ist ganz erstaunlich. Eine ganze Reihe an medizinischen Lehrbüchern wie The Atlas of Regional Dermatology und Positioning in Radiography, Kochbücher wie The Cookbook, The Complete Guide to Selecting, Preparing and Presenting Good Food finden sich neben Büchern über die Mafia, Gärtnern, diverseste Tierarten, Film, Archäologie, Okkultismus, Sport, Geschichte im Allgemeinen und den zwei Weltkriegen im Besonderen. Und dazu kommen unzählige Zeitungen und Magazine. Wenig überraschend sammelte Bacon auch Dutzende von Publikationen über Kunst, darunter Monographien über Michelangelo Buonarroti, Rembrandt van Rijn und Marcel Duchamp, aber auch Kataloge seiner eigenen Ausstellung. Und manchmal besaß Bacon eben mehrere Kopien desselben Buchs, wie hier The Souls of Spain. Zusätzlich dazu wurden zahlreiche Fotografien entdeckt, wie etwa 300 Abzüge oder deren Fragmente von Bacons Fotografenfreund John Deacon, die dieser in Bacons Auftrag zwischen ungefähr 1957 und 1970 angefertigt hatte. Da sehen wir auch gleich noch ein paar. Deacon machte Porträt- und Aktaufnahmen von Bacons Freunden wie Henrietta Moraes, Isabel Rawsthorne, Michael Andrews und Lucian Freud, sowie von seinen Liebhabern George Dyer und Peter Lacy. Aus den 1950er Jahren sind einige Versuche überliefert, Porträts nach den physisch im Atelier anwesenden Personen zu malen. Doch Bacon gab diese Bemühungen schnell auf. Stattdessen war er, wenn er arbeitete, allein im Atelier, allein mit Myriaden von Bildern. Während einige, etwa fotojournalistische Abbildungen in Zeitungen, Journalen und Magazinen, seine Erfahrung der Welt und der Menschheit quasi erweiterten, ahmten wieder andere sein eigenes Leben in der Fotografie nach. Anstatt nach der Natur zu malen, sammelte Bacon Fotografien seiner Liebsten und basierte seine Gemälde von ihnen auf diesen Bildern.
Ebenso verfuhr er mit Büchern über London, der Stadt, in der er lebte. Er hätte ja nur aus dem Haus gehen müssen, um es sich selbst anzusehen. Gleiches gilt für afrikanisches Großwild, das er eben selber bei seinen Reisen nach Südafrika gesehen hatte. Gleiches gilt auch für den Stierkampf, den er oft genug in Südfrankreich und Spanien besucht hatte. Sogar die obskursten Publikationen, wie das Buch Fundamentals of Soil Science, aus dem Bacon eine Bodenstruktur von einer dort abgebildeten Fotografie für seine Two Men Working in a Field von 1971 übernahm, haben einen biografischen Bezug. Er las das Buch auf der Farm seiner Schwester im damaligen Rhodesien und äußerte sich später begeistert über die, Zitat, Field Patterns in the Countryside and particularly the ochre soil, Zitat Ende, die er eben genau dort beobachtet hatte. Material mit einer persönlichen Bedeutung für Bacon bildete in der Isolation des Ateliers, also ein privates Simulacrum, also eine Nachahmung, einen Stellvertreter der realen Außenwelt. John Rothenstein bemerkte dazu treffenderweise, Zitat, Bacon's direct observation of nature then is casual. It is the photograph that serves as the window through which he looks at the world. Zitat Ende. Bacons Materialsammlung war eine ephemere, höchst veränderliche Entität. Um den Bildervorrat frisch und als für ihn stimulierend zu erhalten, entsorgte er von Zeit zu Zeit große Mengen an Material. Zudem ließ der Künstler einige Bilder bis zur Unerkenntlichkeit zerfallen. Er befüllte den Raum dann allerdings wieder ebenso schnell, wie er das Material abgestoßen hatte. Darum sind quantitative Dynamiken recht schwer zu erfassen und mit aller Vorsicht zu bewerten. Scheint jedoch, als ob einige thematische Spitzen chronologisch parallel zu einem vermehrten Auftreten bestimmter Motive auf den Leinwänden auftreten. Bacon wählte den Stierkampf zwischen 1967 und 1961 fünfmal als Hauptsujet, davon dreimal im Jahr 1969. Und die in Rees Mews noch erhaltenen Bücher zum Thema wurden zwischen 1958 und 1976 publiziert, davon 5 aus 12 1967. Study for Bullfight No. 1 und A Second Version of Study for Bullfight No. 1 von 1969 basieren beide auf einer fotografischen Abbildung eines Stiers und eines Matadors aus The Life and Death of the Fighting Bull von 1967, von dem 2 Ausgaben im Atelier gefunden wurden. Einige Motive dann wiederum, so wie etwa Vögel oder vogelähnliche Kreaturen, erscheinen durchgängig in Bacons Werk, etwa im Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus von 1981, das wir später nochmal genauer betrachten werden. Publikationen über Ornithologie, wie zum Beispiel Birds of Prey of the World von 1964 und Eric Hoskins, 50 Years of Photographing Wildlife von 1979, finden sich ebenso durchgängig in der Büchersammlung. Das alles, um nur mal einen Eindruck zu geben, also was man dann eben auch aus so einer genauen Erforschung rausholen kann, wenn man da auch mal die Zahlen hat und die genauen Daten. Kommen wir nun zu Bacons Entlehnungspraxis selbst. Ein genauerer Blick auf die Dynamiken innerhalb der Bild-Bild-Bezüge eröffnet gewisse sich wiederholende Muster und Methoden. Deren Analyse hilft uns besser zu verstehen, wie die Bildquelle das gemalte Motiv bestimmt und wie Bacon seine Kompositionen auf der Leinwand aufbaute, allerdings auch, wie wir sehen werden, wo das fotografische Material für ihn an Bedeutung verliert. Für gewöhnlich gibt es mehr als eine Quelle pro Gemälde oder gar pro Motiv. Diese werden überblendet und geschichtet oder collageartig aneinandergefügt. Bacons Zitat: Tatsächlich verwirren sich Michelangelo und Muybridge in meinem Kopf, also im Original sagte, are mixed up in my mind together. Das kann man aber so manchmal durchaus wörtlich nehmen. Der Unterkörper des männlichen Aktes in Study from the Human Body, Men Turning on Light von 1973 bezieht sich vermutlich sowohl auf eine Vorstudie für das Fresko in der Paulinischen Kapelle im Vatikan von Michelangelo als auch auf eine manipulierte Fotografie eines Man Shadowboxing von Muybridge. Die zweite Verbindung, eben die zu der Muybridge-Serie, ist besonders signifikant, weil die Faltung des Blattes in dem wie aufgespalten wirkenden, segmentierten Rücken der gemalten Figur direkt übernommen wurde. Der zweite Teil von Bacons Kommentar verdeutlicht, dass es sich nicht um wahllose Kombinationen handelt. Er erhoffte sich nämlich das eine von der einen und etwas anderes von der anderen Vorlage. Er erklärte, Zitat,
Vielleicht habe ich etwas von Muybridge über die Stellungen des Körpers gelernt und von Michelangelo über die Fülle und Erhabenheit der Form. Zitat Ende. Und beides verschmilzt dann im Gemälde. Eine andere Art und Weise, Quellen zu verbinden, nutzte er für Study for the Human Body von 1991. Zusätzlich zu zwei Bildern des Boxers Ivan Durrell, die wahrscheinlich erneut überblendet wurden, ist der Akt zudem auf einer Zeichnung eines Beines aus Bridgmans Complete Guide to Drawing from Life aufgebaut. Bacon verweist handschriftlich in diesem Buch auf den Boxsport, indem er dort den Namen des Boxers Mike Tyson notiert, was die Verbindung der beiden Quellen betont. Die deutlich inkongruenten Proportionen der Gesamtfigur lassen sich so vielleicht auch auf die Tatsache zurückführen, dass sie aus zwei unterschiedlichen Quellen aufgebaut sind. Deren Dimensionen nicht aneinander anzupassen, war aber eine bewusste Entscheidung. Bacon war dazu in anderen Fällen durchaus in der Lage. Diese Kompositionspraxis verdeutlicht aber, wie der Entlehnungsprozess selbst zu einem bewusst genutzten Stilmittel wird. Ein weiteres Beispiel für eine Aneinandersetzung fotografischer Bezugspunkte von extrem ungleicher Herkunft ist die Figur in Study for Portrait von 1957 hier in der Ausstellung. An der Pose der Mozzetta, also diesem Cape, der Kopfbedeckung und dem Thron, erkennt man eben leicht den Bezug zu Diego Velázquez' Gemälde Papst Innozenz X. Von 1650, an dem Bacon sich bekanntermaßen wiederholt abgearbeitet hat. So, und fotografische Bezugspunkte, das sage ich hier mit Bedacht, denn Bacon behauptete bis zuletzt, er habe dieses Papstgemälde nie selbst gesehen. Er besaß aber natürlich eine große Menge an Büchern über den spanischen Maler und hat sich während der Arbeit, wie ich ja bereits ausgeführt habe, eben sowieso an diesen orientiert, abgeschlossen im Atelier. An den Oberkörper setzt er nun ähnlich collageartig wie bei der Study for the Human Body aufgerichtete Arme, die Fotografien des frenetisch gestikulierenden Diktators Adolf Hitler und einem offenbar aufgebrachten Primaten entlehnt scheinen. Sie wurden im Magazin Lilliput satirisch nebeneinander gesetzt. Oft, so wie es auch bei der Turning Figure von 1963 der Fall ist, stammen Figur und Hintergrund aus unterschiedlichen Quellen. Die Raumsituation dieses Gemäldes leitet sich von einer Zeitungsfotografie ab, auf der ein Mann auf seine tote Tochter auf dem Gehsteig blickt. Das Mädchen wurde 1940 im Zweiten Weltkrieg bei einem deutschen Luftangriff auf Rotterdam getötet. Dieses Bild und dessen Ähnlichkeit zu Bacons Turning Figure fiel mir zuerst im Buch Total War, Causes and Courses of the Second World War von 1979 oder 1974 auf, das sich 1992 eben noch in Bacons Besitz befand und heute im Bacon-Archiv einsehbar ist. Kleine Fußnote zu den unterschiedlichen Daten und ein kleiner Einblick eben auch in meine Forschungsarbeit. Rausgerissene Seite gefunden, versucht herauszufinden, aus welchem Buch das kommt. Aber die verschiedenen Ausgaben dieses Buches haben sich genau überhaupt gar nicht unterschieden. Also kann ich nicht sagen, genau, ob es jetzt von 74 ist oder 79, aber manchmal bleibt man dann eben bei diesen Ungewissheiten hängen. Aufgrund seines Erscheinungsdatums kann es aber auf jeden Fall nicht als Referenz für ein Gemälde aus dem Jahr 1963 gedient haben. Also egal, ob 74 oder 79. Allerdings haben mich die aus meiner Sicht eben ganz überzeugenden formellen Bezüge nicht losgelassen und ich fand schnell heraus, dass dieses Bild erstmalig zum Beispiel in der Picture Post vom 8. Juni 1940, kurz nach den Angriffen, publiziert wurde. Da gut bekannt ist, wie wichtig die Picture Post für Bacon war, ist es wahrscheinlich, dass er das Bild von dort kannte und sich diese Ausgabe zu einem früheren Zeitpunkt in seinem Atelier befand. Bacons Reisebegleiter Ron Belton berichtete etwa, dass Bacon, als er temporär im Winter 1969 in St. Ives arbeitete, ein Bündel an Quellenmaterial für die Reise eingepackt hatte, in dem sich auch Picture Post Magazine befanden. Unglücklicherweise sind außer einigen wenigen Fragmenten keine von Bacons Picture Posts erhalten. Ein großer Teil könnte 1981 einer Ausräumauktion zum Opfer gefallen sein, bei der Bacons Freund John Edwards für ihn 24 Säcke voll mit Material entsorgte. Und nachdem Valerie Beston von der Marlborough Gallery und auch eine enge Vertraute Bacons davon erfuhr und dass unter diesem Material auch viele Picture Posts waren, schrieb sie fassungslos in ihr Tagebuch, Zitat, "Feel responsible to art world, so many important references lost." Zitat Ende.
Wie wichtig die zeitgenössische Presselandschaft für Bacon als Inspirationsquelle war, zeigt sich auch auf stilistischer Ebene. Dass die dunklen Töne in Bacons Werken der 1950er Jahre den monochromen Zeitungsabbildungen dieser Zeit entsprechen, hat der Kunstkritiker und Bacons Freund David Sylvester schon 1952 bemerkt. Ebenso sah er, dass in den oft verwischten und verschmierten Zügen von Bacons Figuren die Charakteristika von Zeitungsbildern dieser Zeit widerhalten, die aufgrund des Entwicklungsstands der Drucktechnik recht grobkörnig, unpräzise und unscharf waren. Also Sie haben ja gerade die Picture Post gesehen im Studiolo-Raum. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, die Kulturen und der Abbildung, die sind da eben nicht so scharf, wie wir das heute gewohnt sind. Und es gibt halt eine geringere Zahl an Graustufen. Dieser stilistische Einfluss lässt sich besonders schön an der Small Study for a Portrait von 1955 ablesen. Die haben wir aus diesem Grund eben auch mit der Turning Figure und Study for Portrait kombiniert. Auch wenn ich Ihnen für dieses Gemälde keine direkte formelle Referenz anbieten kann. Ein Paradebeispiel für stilistische Aneignung in Kombination mit formeller Entlehnung ist die Mitteltafel der Three Studies for the Human Head von 1953, die nicht nur auf einer generischen Ebene die verschmierten Abdrücke der Zeitungsfotos aus den 1950ern entdecken lässt, sondern sich konkret auf eine Fotografie des damaligen kanadischen Premierministers Louis Saint-Laurent bezieht, die das Time Magazine am 20. Juli 1953 publizierte. Die Zeitschrift habe ich im Atelier gefunden, mitsamt farblich passender Fingerabdrücke auf der entsprechenden Seite. Musste ich übrigens gar nicht von selber drauf kommen, steht schon 1964 im Katalog Résonné. Da hat Bacon das wahrscheinlich schon verraten. Bacons Farbwelten ändern sich gegen Ende der 50er Jahre. Besonders sieht man das an den Van Gogh-Studien von 1957 und werden dann ab Beginn der 1960er Jahre teils schreiend bunt. Diese Veränderung wurde schon zu dieser Zeit der sich verändernden Presselandschaft zugeschrieben, die jetzt von Schwarz-Weiß auf Farbe umstellt. 1962 etwa wurde die erste Farbbeilage der Sunday Times publiziert, die natürlich auch in Rees-Mills gefunden wurde. Das verdeutlicht nochmal die enge Bindung von Bacons Kunst an Druckerzeugnisse im Allgemeinen, deren Entwicklungen er absorbierte und diese schlussendlich in den Gemälden wiederfinden. Doch zurück zur Turning Figure. Für dieses Gemälde hat Bacon die hauptsächlichen Träger des Bildinhaltes nicht übernommen. Der schockierte Vater und seine tote Tochter fehlen auf der Leinwand. Stattdessen hat Bacon die Szene gewissermaßen entleert und aller Details beraubt. Zurück bleibt eine hochemotional aufgeladene, sich formell aber am Rande der Abstraktion bewegende Raumsituation, die der Künstler wie der Regisseur eines Theaterstücks mit einem neuen Protagonisten bespielte. Besonders wegen der scheinbar gekreuzten und gebeugten Beine, aber auch aufgrund des verdrehten Oberkörpers, könnte der gemalte Akt von einer Skizze eines Gefangenen für das Grab von Papst Julius II. Von Michelangelo inspiriert worden sein. Eine direktere und noch überzeugendere Quelle fehlt uns allerdings. Bacon besaß eine ganze Reihe an Büchern über Michelangelo. Chronologisch würde als Referenz Luitpold Dusslers Die Zeichnungen des Michelangelo von 1959 in Frage kommen. Eine Referenzausgabe dieses Buches haben wir darum in die Ausstellung integriert. Dort konnten Sie ja kurz, vielleicht kommen Sie auch nochmal wieder, einen Vergleich zwischen Buch und Gemälde anstellen und dann nochmal überlegen, wie nah eben diese Skizze an der Figur ist. Unabhängig davon, was jetzt genau die Quelle der namensgebenden Turning Figure war, wird in diesem Beispiel deutlich, dass prominente Effekte im Aufbau der Gemälde, wie etwa die in der Bacon-Literatur viel besprochene formelle und materielle Isolation der Figur im Konstruktionsprozess vorweggenommen wurde. Turning Figure stellt in diesem Zusammenhang ein Extrembeispiel dar, weil diese Figur eben wortwörtlich aus einer anderen Leinwand ausgeschnitten und dann in die neue Komposition quasi hineingeklebt wurde. Das Bacon-übergreifende, also generelle Farbschemata beeinflussten, das haben wir ja bereits gehört. Doch er übernahm ebenso, wie er einzelne Figuren oder Motive übernahm, auch einzelne Farben von den Bildern, die er in seinem Atelier hortete. Deren Auftreten auf der Leinwand blieb jedoch oftmals nicht auf das Motiv beschränkt, von dem sie ursprünglich entlehnt wurden. Für Portrait of George Dyer and Lucian Freud von 1967 übernahm Bacon das Blau-Grün des Vorhangs von einer Farbreproduktion einer Fotografie, die König Hussein von Jordanien zeigt
und die 1966 in dem französischen Magazin Paris Match veröffentlicht wurde. Diese Farbe fließt in alle formellen Elemente ein, einschließlich der Katze im Vordergrund. Diese ist eben selbst von einer Fotografie entnommen, die 1961 im Buch A Picture of the Twenties abgedruckt wurde. Man könnte jetzt meinen, dass vielleicht Farbbezüge weniger greifbar seien als solche zwischen Formen. Doch wie wir an diesem Beispiel sehen können, adaptierte Bacon oft Mischfarben. Das heißt, er musste also einigen Aufwand betreiben, um den genauen Ton von der Buchseite oder einem Zeitungsausschnitt eben in einer Mischung von Ölfarben auch zu treffen. Zusätzlich verbinden in diesem Fall wieder farbige Fingerabdrücke Vorlage und Gemälde. Formale Elemente übernahm Bacon aber selten so, wie er sie vorgefunden hatte. Vermutlich als Seitenhieb auf seine KollegInnen aus der Independent Group, die im London der 1950er Jahre Proto-Pop-Art betrieben, sprach Bacon von, Zitat, Mixed Media Jackdaws, Zitat Ende, also stehlenden Elstern, die er ablehnte, weil sie seiner Meinung nach Fotografien nicht in einem ausreichenden Maße transformierten. Ein brauner Pelikan aus The Birds Life Nature Library von 1963 ist ein Paradebeispiel für eine höchst erfinderische, bildhafte Umformulierung. Dieser Vogel dient als Ausgangspunkt für eine ganze Reihe von Bacons Figuren. Etwa der Kreatur eben in der linken Tafel von Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus. Der jagende Wasservogel wurde aber fundamental verändert. In der fotografischen Abbildung sieht man ihn mit dem Kopf zuerst auf die Meeresoberfläche zusteuern. Bacons Figur scheint allerdings aufrecht zu schweben. Sie verfügt weder über einen Kopf noch über ein Gesicht. Zwischen den Flügeln befindet sich lediglich eine fleischige, undefinierte Auswölbung. Die nach oben zeigenden Vogelfüße wurden durch nach unten hängende Pfoten ersetzt. Die Brust des Vogels wurde in ein konisches Stück Anatomie umgeformt und mit einem Anus ausgestattet, während der Kopf und der Schnabel im Gemälde eine Art Schwanz zu bilden scheinen. Und aus einer rätselhaften Öffnung schießt ein Strahl roten Materials. Vielleicht hat auch hier wieder die geringe Auflösung der Fotografie und die etwas mindere Qualität des Drucks Bacon dazu inspiriert, die Kreatur nicht mit Federn auszustatten, die wegen der fehlenden Detailtiefe auf der Fotografie auch kaum zu erkennen sind. Jedenfalls handelt es sich auf dem Gemälde um einen massiven, glatten Körper. Bei der Transformation der Bildquelle arbeitete Bacon zudem aktiv mit dem Material oder ließ mitunter dessen natürlichen Verfall für sich arbeiten. Das Atelier selbst und dessen inhärente Dynamiken waren somit untrennbar mit dem Schaffensprozess verbunden. Zufällige Veränderungen des fotografischen Materials, etwa durch Alterungen und Farbspritze, entstanden durch dessen unachtsame Lagerung auf dem Boden. Das können Sie auch auf dem Foto sehen, was wir da an die Wand verbracht haben. Alles war chaotisch über dem Boden verteilt. Er lief da auch gerne mal drüber. Genau. Und dann gibt es eben Farbspritzer und Knüllungen und Risse auch schon mal. Und diese zufälligen, aber eben auch absichtliche Manipulationen, die Faltung, erlaubten Bacon dann eben allgemein, die Figur zu erfassen und deren Metamorphose aber auch zu proben. Diese Veränderungen bestimmten oft unmittelbar die Erscheinung des Motivs auf der Leinwand, was Martin Harrisons Annahme bestätigt, dass die veränderten Vorlagen als unkonventionelle Äquivalente für traditionellere Vorstudien, wie eben Skizzen oder Zeichnungen, dienten. Ein Zusammenspiel von absichtlichen und zufälligen Veränderungen bestimmt die Ausführung der gebeugten Figur im Vordergrund der rechten Tafel von Crucifixion von 1965. Sie basiert auf der fotografischen Abbildung des Boxers Max Schmeling aus Pictorial History of Boxing von 1959. Die Seite trägt Spuren vieler Faltungen, von denen einige schließlich in Rissen resultierten. An der Stelle, an der der Arm des Boxers auf der Buchseite von einem solchen Riss unterbrochen wird, löst sich der gemalte Arm in einer fleischigen Masse auf. Auf der Buchseite hat Bacon den Kopf der Figur mit schwarzer Farbe umrahmt, sodass Rücken und Figur hervorgehoben werden. Beide spiegelt sich im Gemälde wieder. Der Kopf des kämpfenden Mannes sieht so aus, als wäre er nur lose auf den Torso aufgesetzt, und die schwarzen Schatten über und unter dem Kopf stimmen mit Bacons Manipulation der Seite überein.
Eine Fotografie von George Dyer, die John Deacon etwa 1963 angefertigt hatte, ist zu einem großen Teil zerfallen, sodass nur noch Augen, Mund und Nase zu sehen sind. Und auf der Mitteltafel von Three Studies for Portrait of George Dyer on Light Ground von 1964 ist dementsprechend der linke Teil des Profils, also jener, welcher der Fotografie fehlt, dunkler ausgeführt als der rechte. Zudem integrierte Bacon in die Abbildung von Dyers Haar eine Art Abstufung, die dem physischen Rand des Fotofragments entspricht. Diese antinaturalistischen Veränderungen kann man nun einerseits als eine Gewichtsverschiebung eines hyperrealen Ausgangspunkts, nämlich der Fotografie in Richtung Ungegenständlichkeit, in Bacons Drahtseilakt zwischen Figuration und Abstraktion, auf dem er sich selbst balancieren sah, verstehen. Andererseits folgte er so seinem Wunsch, sein eigenes Bild, Zitat, further away from the photograph, Zitat Ende, zu führen. Und diese Aussage ist von äußerster Wichtigkeit, further away from the photograph. Francis Bacon war ein Maler und das Medium, in dem er sich ausdrückte, war die Ölfarbe. Und er wollte wirklich nichts weniger, als lediglich Fotografien zu kopieren. Bacon nahm der Fotografie als Medium gegenüber eine ambivalente Haltung ein. Und er tat es einmal ab als, Zitat, a means of illustrating something and illustration doesn't interest me. Zitat Ende. Und er betonte, Zitat, the last thing I want to be is photographic in any way. Zitat Ende. In der Tat muss man den Nutzen der Fotografie für Bacon in seiner Arbeit stark qualifizieren. Eine der Grenzen, hinter der die fotografische Vorlage für ihn keinen Nutzen mehr birgt, findet sich in der Materialität seiner Gemälde. Der Schwerpunkt der formalen Entlehnung liegt bei aller kreativen Umformung auf den Umrisslinien der Figur. Dies erlaubt, die Quellen überhaupt zu identifizieren. Denken wir an diesen jagenden Pelikan zurück, den Bacon für das Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus so radikal verfremdete. Das Innenleben der Figuren war allerdings hauptsächlich vom Malmaterial und seiner Handhabung bestimmt. Während sich also Gemälde und Fotografie im Frühstadium des Ersteren nahestanden, folgt eine deutliche Zäsur, wenn der eigentliche Malprozess beginnt. Und das liegt auch an den Eigenschaften des Malmaterials selbst. Ölfarbe wird in der Kunstgeschichte traditionell als viszerale, organische Versinnbildlichung von Leben interpretiert. Aufgrund ihrer Textur und Viskosität wird sie oft mit Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen, Haut und Fleisch verglichen. Zitat, it is hopeless to pretend that oil paint does not continuously recall the worst miscarriages of digestion. Zitat Ende. Das erklärt der Kunsthistoriker James Elkins und der Kurator Mark Scala betont, Zitat, the stickiness of oil paint makes it a mirror of the body's gelatinous essence. Zitat Ende. Das Medium ist also in der Lage, die Substanz, den Stoff der Figur, die sie ausbildet, nachzuahmen, ja mehr noch, sie quasi zu verkörpern. Ölfarbe wurde darum in der Kunstgeschichte auch als ein Äquivalent für Fleisch und eine Trope, also ein sinnbildlicher Ausdruck für Leben, beschrieben. Und für einen Maler, der sich wünschte, dass seine Gemälde aussehen mögen, Zitat, as if a human being had passed between them. Like a snail leaving a trail of the human presence and memory trace of past events as the snail leaves its slime. Zitat Ende. Und der für seine Malerei, Zitat, a complete interlocking of image and paint so that the image is the paint and vice versa, Zitat Ende, erreichen wollte, waren dies ausschlaggebende Materialeigenschaften und eine zentrale Abgrenzung der Medien voneinander. Fotografie ist zwar indexikal, das heißt, es besteht eine unmittelbare physische Beziehung zwischen Motiv und Fotoabzug, die Authentizität und Wahrheit mit der Fotografie verknüpft oder eine Idee davon, aber als Gegenstand ist sie doch im Vergleich flach, trocken und geruchlos. Der gestische, expressive, vom provozierten Zufall geprägte Farbauftrag repräsentiert eine klare Abkehr von der Vorlage. Im Zusammenspiel von Motiv, Malerei und dessen Handhabung verliert die fotografische Referenz ihre Bedeutung. Bei der Auslotung der Grenzen des Nutzens einer fotografischen Vorlage beziehungsweise eben bei der Frage, was Bacon von seinen Quellen übernahm und was nicht, lohnt sich auch ein Blick auf die mit ihnen verknüpften Narrative. Die Erzählung in einer Vorlage wurde meist ignoriert und schon im Vorbereitungsprozess etwa durch das Herausreißen einer Seite unterwandert.
Zwar zeigt sich auch hier wieder ein ambivalenter Umgang generell mit Narration in Bacons Werken. Die spielen auf den Leinwänden sowieso auch eine untergeordnete Rolle. Genau. Und bevor das Buch Peoples of All Nations als Quelle der hier gezeigten Buchseite bekannt war, stellte die Abbildung also auch ein Rätsel dar. Heute wissen wir, dass es sich um Kinder aus dem heutigen Vietnam handelt und dass die vollständige Bildunterschrift folgendermaßen lautet, Zitat, Young Chum Dandies wear almost the same clothes as their sisters, with armlets and necklets for decoration. The umbrella is sheer vanity. Zitat Ende. Dieses Spiel mit Gender-Eigenschaften könnte Bacon jetzt angezogen haben, aber nichts von alledem floss in Painting 1946, das kein Bild über Kolonialismus, Südostasien oder kleidungsbezogene Genderfragen ist. Stattdessen entlehnte Bacon für dieses Werk die symmetrische Raumsituation, die er zuvor mit gezeichneten Rahmenlinien auf der Buchseite selbst erschaffen hatte, in Kombination mit dem prominenten Schirm. Das gleiche gilt für die rechte Tafel von Triptych 1974 bis 77, für die Bacon exakt die Umrisse des Schirms übernahm. Auch in diesem Gemälde bezieht Bacon sich nicht auf den narrativen Hintergrund des angeeigneten Motivs. Noch ein Beispiel dazu. Portrait of George Dyer Staring into a Mirror von 1967 ist gleichermaßen eben auch kein Gemälde über Körperertüchtigung und einen gesunden Lebensstil, auf die sich die Referenzabbildung bezieht. Besonders jedoch wegen des verdrehten Oberkörpers der Figur im Zusammenspiel mit einem Spiegel und der darin zu sehenden Reflexion bietet sich dieses Bild aus My Sister, 15 Minutes Work a Day for Health's Sake, als mögliche Vorlage an. Ganz im Gegenteil, Dyer scheint auf einem Barhocker vor einem Tresen zu sitzen. Und der ihm gegenüber platzierte Spiegel könnte in dieser Lesart eine Allegorie für den Abgrund sein, den Dyers Alkoholismus im realen Leben darstellte und der zunehmend bösartig auf ihn zurückstarrte. Dyer tötete sich 1971, mutmaßlich unabsichtlich, mit einer Überdosis an Barbituraten und Alkohol. Diese Missachtung ausschlaggebender Elemente während des Aneignungsprozesses, wie eben dieses narrativen Kontext einer fotografischen Quelle, verbietet auch eng gefasste Interpretationen der Gemälde auf deren Basis. Ähnliches lässt sich über die Identität einer abgebildeten Person in einer Vorlage sagen, die nicht unbedingt mit der auf dem Gemälde dargestellten Person übereinstimmen muss. Stattdessen hat Bacon fremde Vorlagen genutzt, um seine Wahrnehmung einer Person und seine Idee von Identität als fluides, flüchtiges Konstrukt im Porträt näher zu kommen. Die Bedeutung solcherlei Kombinationen bleibt uns verborgen und wir wissen nicht, warum Bacon ein Selbstporträt auf diesem grausamen Foto eines schwer verwundeten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg aufbaute, das er spätestens im Buch 1418, das im Atelier gefunden wurde, gesehen hatte. In anderen Fällen liefert Bacons Biografie uns ein paar Hinweise. Für sein eigenes Antlitz in Self-Portrait von 1956 bezieht sich Bacon formell auf das deformierte Gesicht Charles Laughtons als Quasimodo im Film Der Glöckner von Notre Dame von 1939. Achten Sie mal besonders auf die Position der Augen und eben diese seitlichen Auswölbungen des Gesichts. Für Bacon war der Banker und ehemalige Test- und Kampfpilot Peter Lacy hier zu sehen die Liebe seines Lebens. Er beschrieb die Beziehung zu ihm aber auch als absolute Katastrophe. Gegen Mitte der 1950er Jahre begann die Liebesbeziehung auseinanderzugehen und wurde für den Künstler zu einer Bürde. Ihr Verhältnis war extrem leidenschaftlich, ja obsessiv, und die beiden Männer teilten sadomasochistische sexuelle Vorlieben, doch Lacys neurotische Natur und sein Alkoholismus ließen diese Dynamiken oft aus dem Ruder laufen. Lacy schlug Bacon regelmäßig und einmal warf er ihn aus einem Fenster. Einerseits könnte die Entlehnung von Quasimodos entstellten Zügen also in Bezug stehen zu den realen physischen Verletzungen, die Bacon in dieser Zeit durch Lacy erfuhr. Andererseits könnte die Quellenwahl seinen Gemütszustand widerspiegeln. In seiner seelischen Not könnte er sich dem einsamen und unter unerwiderter Liebe leidenden fiktionalen Charakter nahe gefühlt haben. Wenn man bedenkt, dass Lacy Bacon auch mit der Peitsche schlug, könnte auch die Szene, in der Quasimodo öffentlich ausgepeitscht wurde, Bacon angesprochen haben. Es ist also gut möglich, dass die
visuelle Erscheinung und die Geschichte des Glöckners für Bacon im Vorbereitungsprozess als visuelle Metapher gedient haben könnte, die ihm half auszudrücken, wie er sich in diesem Moment fühlte und sah. Weil nun aber die ikonografischen Quellen und Bildbezüge bis vor kurzem schlicht nicht bekannt waren und das Ateliermaterial auch nicht dafür gedacht war, es zusammen mit den Gemälden zu betrachten und in deren Kontext zu diskutieren, können solcherlei Kohärenzen eben nur in der Genese der Gemälde eine Rolle gespielt haben und dort nur für den Künstler allein. So, jetzt komme ich auch schon langsam zum Ende. Also wie kann man jetzt überhaupt diese Arbeitspraxis bewerten und in die Kunstgeschichte einordnen? Bacon bediente sich, genauso wie es eben viele andere Künstler taten, einiger maßgeblicher Zugkräfte der Kunst des 20. Jahrhunderts, nämlich dem Zusammenspiel bzw. dem Konflikt zwischen figurativer Malerei, Fotografie, Materialität und Abstraktion. Fotografien wurden von bildenden Künstlern beinahe seit der Erfindung des Mediums 1839 in diversen Funktionen genutzt. In der Malerei sind Gustave Courbet, Edgar Degas, Edvard Munch, Walter Sickert, Gerhard Richter und Jenny Saville nur einige, also von wenigen, von ganz, ganz vielen Beispielen, bei denen Fotografien als Bildvorlagen genutzt wurden. Informelle Kunst, Taschismus, abstrakter Expressionismus, Action Painting und Farbfeldmalerei sind nur einige von vielen Nachkriegsbewegungen, die sich auf Form und Material anstelle von figürlichem Inhalt konzentrieren. Bacons Qualität basiert darum weniger auf dem, was er tat, sondern vielmehr, wie er es tat und mit welchem Können und welcher Finesse er in der Lage war, diese Strömungen zu absorbieren und sich eben ganz zu eigen zu machen. Zusammenfassend kann man sagen, dass der bruchstückhafte, hochkreative, transformative und verfremdende Entlehnungsprozess als bewusst eingesetztes Stilmittel interpretiert werden kann, dass Bacons einzigartige Herangehensweise an Figuration unterstützt und eine ganz spezielle Beziehung erschafft zwischen seinen Motiven und der Realität. Fotografische Quellen müssen wir hier als omnipräsenten Ausgangspunkt verstehen, auf den allerdings letztendlich auf der Leinwand nur, also wenn man es jetzt mal in Sum betrachtet, recht lose Bezug genommen wird. Sie liefern eine formale Basis und bilden Knotenpunkte der Kreativität des Künstlers. Was sie nicht liefern, ist die ultimative Wahrheit über das Gemälde. Sie sind keine Schlüssel zum Verständnis von dessen tatsächlicher und einziger Bedeutung und dürfen nicht als solche missverstanden werden. Stattdessen würde ich vorschlagen, dass die fotografische Abbildung der Realität, die nicht Bacons eigene ist, diese aber ähnelt, für ihn ein willkommenes Werkzeug darstellt, die verhasste Idee von Illustration, verstanden als eine Abbildung, eben eine Illustration seiner eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen zu vermeiden. Gleichzeitig erlauben sie einen Zugang zu dieser Realität zu bewahren. Ich würde diesen Vortrag gerne mit einem Zitat des Künstlers beenden, das Bacons Weg vom fotografischen Ausgangspunkt zur gemalten Ikonografie meiner Meinung nach sehr treffend beschreibt. Und das geht so. In einem seiner Briefe spricht Van Gogh von der Notwendigkeit, Veränderungen in der Wirklichkeit vorzunehmen, die zu Lügen werden, welche wahrer sind als die buchstäbliche Wahrheit. Das ist der einzig mögliche Weg, auf dem der Maler die Intensität der Realität, die er einzufangen versucht, zurückbringen kann. Ich glaube, dass Realität in der Kunst etwas zutiefst Künstliches ist und dass sie immer wieder neu erschaffen werden muss. Andernfalls wäre sie lediglich eine Illustration von etwas und damit sehr zweite Hand. So, damit bin ich am Ende und ist auch egal, Sie können das da lesen, das ist Eigenwerbung, das ist der Titel von meinem Buch, die Francis Bacon Website, wenn Sie ein bisschen mehr noch über Francis Bacon herausfinden wollen. Ich bin auch am Ende und möchte mich herzlich bedanken fürs Zuhören und ich freue mich auf Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Thank you.